ihr Lieben. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sandys Happy Place. Heute zeige ich euch mal, wie man ganz einfach so einen weißen Fensterrahmen weihnachtlich dekorieren kann. Viel Spaß! So, zuerst wickle ich meine schöne weiß-grüne Girlande um diesen Fensterrahmen. Dann hänge ich jetzt nacheinander weiße Weihnachtskugeln und Weihnachtsanhänger an diesen tollen Fensterrahmen. Und zwar vor allem in unterschiedlichen Größen, damit das Ganze auch nicht langweilig aussieht. Diese weiße Kugel habe ich in drei Größen. Das ist die mittlere davon und das sind gerade so meine Lieblingsweihnachtskugeln. Dann kommt noch mein süßes Engelchen dazu. Dieser Fensterrahmen steht bei mir meist am Eingangsbereich. Den kann man natürlich zu jeder Jahreszeit anders dekorieren. Zum Schluss kommen jetzt noch ein paar Engelsflügel dazu. Jetzt wird die ganze Dekoration noch schön angerichtet auf meinem Sideboard. Da habe ich mir die Tage so einen Fellläufer gekauft. Die sind auch ganz neu bei mir eingezogen. Achtung, das ist jetzt wieder typisch für mich. Dann fehlt jetzt natürlich was noch, und zwar Kerzenlicht. Jetzt zeige ich euch gleich noch die ganze Deko komplett. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und würde mich wie immer über ein Like, Kommentar und vielleicht sogar ein Abo sehr freuen. Bis bald, eure Sandra.